Minister Beutin für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jeder, der in unserer Gesellschaft Verantwortung übernimmt für den Klimaschutz, weiß, dass wir als Menschheit ohne den Klimaschutz keine Zukunft haben werden. Aber SPD und CDU haben bei den Sondierungen bewiesen, dass sie diese Verantwortung zu tragen nicht bereit sind. Sie haben sich vom Klimaziel für 2020 verabschiedet. Die Frau Kollegin, Frau Schwarze-Sutter hat es eben noch einmal betont. Das ist ein beispielloses Desaster. Noch im November haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und SPD, mit großem Tamtam für die Fidschi-Inseln in Bonn eine Klimakonferenz abgehalten. Und jetzt wollen Sie zuschauen, wie die Inselstaaten absaufen? Und dann beschweren Sie sich auch noch, wenn Menschen nach Europa kommen, die vor Hunger und die vor Not fliehen? Sie wollen doch nicht allen Ernstes auch noch Trump-Konkurrenz machen. Überlegen Sie mal die Wirkung im Ausland. Statt Vorreiter zu sein, katapultiert sich das Energiewendeland Deutschland nach und nach ins Abseits. Was Sie hier machen, ist beschämend. Und es ginge doch eigentlich. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger machen mit beim Umweltschutz. Sie packen Solaranlagen auf ihre Dächer. Sie gründen Windenergiegenossenschaften. Kurz und gut, die Bürgerinnen und Bürger haben längst erkannt, dass der Klimawandel eine Bedrohung für die Existenz von uns allen ist. Frau Bundeskanzlerin Merkel hat vor der Wahl versprochen, dass wir die Ziele für 2020 schaffen werden. Und der Genosse Martin Schulz hat sogar noch im Dezember den verbindlichen Kohleausstieg gefordert. Jetzt stellt sich das alles als leeres Gerede heraus. Und schauen wir uns tatsächlich das Sondierungspapier an. Ich zitiere daraus. Es wird dort gesagt, man wolle die Handlungslücke für 2020 so schnell wie möglich erreichen. Und 2030 will man dann auf jeden Fall erreichen. Ja, wer soll Ihnen denn das überhaupt noch glauben, was Sie hier erzählen? Was Sie hier machen, ist knallharter Betrug an Ihren Wählerinnen und Wählern. Und der Kollege von der AfD hat ja dann wieder die Keule von der Deindustrialisierung ausgepackt. Passen Sie doch bitte auf, dass Sie mit Ihrer Argumentation und mit Ihrer Klimapolitik nicht allzu nah in die Nähe der Fake-News-Fraktion rücken. Herr Beutin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Nein, der AfD? Danke. Wer den Klimawandel bekämpfen will, muss allerdings Mut haben. Mut, sich mit denen anzulegen, die mit dreckigem Kohlestrom, übergroßen SUVs, Billigkreuzfahrten, also kurz gesagt, die am Klimawandel verdienen. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU, haben diesen Mut nicht. Ganz im Gegenteil. Im 2015 hat Wirtschaftsminister Gabriel eine Klimaabgabe für alte Kohlekraftwerke gefordert. Und was wurde daraus? Es gab Gegenwind. Und was ist passiert? Minister Gabriel ist mit Aplomb umgekippt. Er hat sogar den Kohlebetreibern noch Geld hinterhergeworfen. Das Einknicken vor der Industrie von Union und SPD hat bei Ihnen längst Methode. Das Energieexpertengremium der Bundesregierung hat zuletzt 2016 gemahnt. Deutschlands Reduktionsmaßnahmen müssten vervierfacht werden, wollte man die Klimaziele 2020 noch erreichen. 2018, jetzt, herrscht klimapolitisch weiter Stillstand. Und in dem Sondierungspapier sagen Sie, Sie wollen eine weitere Expertenkommission einsetzen. Ja, meinen Sie denn, dass die Erderwärmung auf einen weiteren Abschlussbericht der einer Expertenkommission wartet? Das Eis der Arktis schmilzt jeden Tag. Wir brauchen jetzt entschiedenes Handeln. Beginnen wir gemeinsam mit dem Kohleausstieg.
Die 20 dreckigsten Braunkohlekraftwerke, die Kollegin der Grünen hat es bereits erwähnt, müssen bis 2020 abgeschaltet sein. Es braucht ein Klimaschutzgesetz. Es braucht ein Umdenken in der Landwirtschaft. Es braucht eine ökologische Verkehrswende und ja auch entschiedene Gebäudesanierung. Und natürlich, das Ganze muss sozial gerecht sein. Ja, gerne. Also kurz und gut, es geht hier nicht um parteipolitisches Klein-Klein, es geht um eine Menschheitsaufgabe. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und der SPD, nehmen Sie endlich Ihre Verantwortung wahr. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. Andreas Lenz. Für